Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Juli 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle Löwen, die im Juli Geburtstag haben. Das wird eine sehr schöne Zeit für euch. Überhaupt wird es für die Liebe ein guter Monat, denn Liebesplanet Venus steht ab dem 5. Juli in einem günstigen Aspekt zur Löwesonne und das bringt also viel Liebe in euer Leben. Die kosmischen Spannungen, die werden sich bei euch wohl, wenn, dann eher im Job äußern. Deswegen ist es umso besser, falls ihr jetzt Urlaub habt. Ab dem 20. wird es sowieso richtig gut für euch, dann scheinen euch Flügel zu wachsen. Wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, dann ladet alle ein und lasst es so richtig krachen. Ja, dann habe ich auch wieder eine Verlosung, dazu mehr am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund an, also die langfristig wirkenden Einflüsse. Da haben wir zunächst mal das wunderschöne Sextil hier von Jupiter auf die Löwesonne. Das ist ein sehr schöner Aspekt für euch und Jupiter bringt Glück. Und das heißt, es ist ein schöner, förderlicher, unterstützender Aspekt, bringt Freundschaften, bringt guten Austausch. Ihr steht hoch im Kurs und diesen Aspekt genießen jetzt im Juli besonders die Geburtstagskinder, die vom 4. bis 11. August Geburtstag feiern. Dann haben wir die wilde Lilith, die steht für euch sehr interessant, weil sie für euch im Bereich der Kreativität und Lebensfreude steht. Das ist eine spannende Konstellation für alle Löwegeborenen, die kreativ tätig sind. Und dieses Trigon ist trotzdem nicht ganz einfach, weil Lilith eben nicht ganz einfach ist, aber es ist vielleicht eine tolle Zeit für alle Löwe-Frauen, um sich mit der inneren Göttin anzufreunden und vielleicht mehr herauszufinden darüber, wie so die eigenen wilden inneren Kräfte sind und wie man die vielleicht kreativ herauslassen kann. Und diesen Aspekt spüren die Geburtstagskinder vom 6. bis 13. August. Ist übrigens auch eine Affärenkonstellation, also eine, wo man sich vielleicht auf eine ganz, ganz heiße Affäre einlässt, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist oder jemand anders gebunden ist. Das prickelt dann halt doch extrem. Dann haben die Geburtstagskinder vom 12. bis 18. August den Saturn im Trigon zur Sonne stehen, auch hier im 5. Haus. Der ist zwar ein bisschen ein strengerer Planet, aber wenn der günstig steht, dann hilft er euch eben dabei, langfristige Pläne zu machen oder eben auch was Kreatives hier im 5. Haus zu erschaffen, was lange hält. Also das kann eben auch durchaus von Vorteil sein, weil man dann einfach was Langfristiges aufbaut. Ja, dann ist ja sehr wichtig, dass der Mondknoten jetzt im Löwen steht und die Löwegeborenen damit beglückt, dass jetzt eine kosmische Energie in ihr Zeichen geht, wo einfach ihr, also als Löwen, das ausdrückt, wo jetzt alle hinwollen und alle hin sollen. Also das Löwehafte, das Herzliche, das Kreative. Da habe ich ja ausführlich in meinem Special Folgt eurem Herzen drüber gesprochen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das mal anschauen, weil das natürlich für euch als Löwen besonders wichtig ist und auch für die Löwe-Aszendenten. Genau. Und der steht jetzt in Konjunktion zur Sonne der Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 20. August Geburtstag haben. Ne? Steht hier in der dritten Dekade Löwe. Genau, und dann gibt es noch einen Trigon, schönen Aspekt zu Uranus. Der steht hier im Widder für euch im 9. Haus der Pläne. Also das ist für viele Löwen eine Zeit, wo sie sehr spannende Zukunftspläne machen und wirklich auch, wie sagt man, think out of the box, also wirklich auch Ideen haben, die weit über das Normale hinausgehen und die sich vielleicht dann auch längerfristig umsetzen lassen, ist ein sehr schöner Aspekt. Und den genießen die Geburtstagskinder, die zwischen dem 19. und 22. August Geburtstag haben. Und weil das zum Teil sich überschneidet mit dem Mondknoten hier, ist das halt auch ein toller Aspekt, um spannende neue Leute kennenzulernen. Ganz besonders, wenn ihr im Urlaub seid, auf Reisen seid, wenn ihr irgendwas macht, was ihr sonst nicht macht. Also um neue Leute kennenzulernen und sich zu verlieben, ist es jetzt das Beste, wenn ihr ungewöhnliche Wege geht, an Orte reist, wo ihr noch nie wart und euch auf komplett neue Umstände einlasst. Und dabei könnt ihr eben auch tolle Leute treffen. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Der ausgehende Neumond ist ja vom 24. Juni. Da gehe ich auch ausführlich in der kosmischen Schwingung drauf ein. Und was das für die Löwen bedeutet, habe ich euch im Juni-Horoskop schon genau erklärt. Der steht jetzt für euch im 12. Haus der Spiritualität. Ist also eine gute Konstellation für spirituelle Löwen. Und alle anderen Löwen könnten vielleicht so ein Gefühl haben, dass sie sich ein bisschen schlapp fühlen, weil die Sonne im 12. Haus steht noch zur Zeit.
Und wenn das der Fall sein sollte, macht nichts, dann seht halt einfach zu, dass ihr euch ein bisschen mehr ausruht, ein bisschen mehr schlaft oder einfach dafür sorgt, dass ihr euch ein bisschen regenerieren könnt oder vielleicht auch mal zurückzieht. Also das ist alles nichts Schlimmes, so, es geht auch von allein wieder vorbei, aber es ist vielleicht eine Zeit, wo ihr eben ab und zu auch mal ein bisschen Rückzug für euch braucht. Genau, und damit geht auch der Juli los. Die Sonne steht im Krebs im 12. Haus, der Merkur steht im Krebs im 12. Haus und auch der Mars. Auch das kann unter Umständen bedeuten, dass ihr euch ein bisschen schlapp fühlt vielleicht. Es sei denn, ihr seid jetzt Aszendent Krebs und der Mars steht dann für euch im 1. Haus. Das bringt dann natürlich viel Schwung. Da müsst ihr mal reinfühlen oder eben je nachdem in euer Horoskop dann auch reingucken, auch gerne mit meiner Hilfe, um das rauszufinden. Aber Mars in 12 geht oft damit einher, dass man eben sich ein bisschen erschöpfter fühlt und öfter mal ein Päuschen einlegen möchte. Die Venus steht für euch hier im Zeichen Stier. Die steht noch im Berufshaus, ist also für diejenigen, die jetzt arbeiten, eine gute Konstellation. Und das ist ein Quadrat, aber immerhin ist es ja die Venus und das spürt jetzt am Anfang des Monats die dritte Dekade der Löwen besonders. Und die Venus macht auch einen Aspekt hier zum Mondknoten. Das ist auch wieder ein Hinweis, dass ihr vielleicht Anfang des Monats jemanden kennenlernen könnt, mit dem ihr beruflich zu tun habt. Ja, dann geht ja der Monat los mit dieser Spannung hier zwischen Mars und Pluto. Die ist ziemlich krass. Wie gesagt, fällt für euch ins Berufshaus. Kann also eine stressige Phase sein, so vom 1. bis 5. Juli, wenn ihr nicht gerade Urlaub habt, kann es passieren, dass es eben Stress mit den Kollegen gibt oder vielleicht auch, dass jemand hinterrücks da gegen euch intrigiert. Das wäre hier das 12. Haus. Wenn ihr sowas merkt, müsst ihr euch da natürlich dann reinhängen und eben auch sagen, nee, und das eben auch stoppen. Aber möglichst erstmal nicht in den ersten 5 Tagen, weil da kann man Kämpfe und Auseinandersetzungen kaum gewinnen. Es ist besser, den Ball flach zu halten und erstmal zu gucken, ein bisschen sich zurückzuhalten und dann später nochmal daran zu gehen. Aber jetzt wäre ich vorsichtig. Am 5., 6., 5., 7. geht dann die Venus ein Stückchen weiter. Die geht nämlich dann ins Zeichen Zwillinge und das ist wieder eine gute Nachricht für die Löwen, weil sie dann im positiven Aspekt zur Löwesonne steht, im Freundschaftshaus steht. Also es bringt dann wieder eine gute Energie rein. Neue Freundschaften oder auch bestehende Freundschaften oder eben einfach auch eine schöne Flirtenergie für euch, für alle Singles, die unterwegs sind und jemanden kennenlernen wollen. Genau, 5. bis 7. Juli, das ist nämlich überhaupt eine sehr schöne Flirtphase. Jetzt grundsätzlich eine super Flirtphase, weil einfach die Flirtplaneten alle sehr schön stehen und sie stehen halt auch günstig für euch. Der Merkur geht am 6. ins Zeichen Löwe. Das ist eine schöne, frische Energie für euch. Dann wirkt ihr sehr überzeugend, könnt schön plaudern und wirkt sehr mitreißend und witzig und dann vor allen Dingen eben auch hier in diesem schönen Aspekt zur Venus, was Liebesgeflüster bedeutet. Ja, also wenn ihr da ins Gespräch kommt, dann werden euch da auch die richtigen Worte einfallen, um jemanden zu bezirzen. Und deswegen ist der 6. Juli auch ein Top-Tag für euch, wegen der schönen Venus und weil der Mond dann auch noch günstig steht für euch im 5. Haus. 5. Haus ist ja immer die Chance, kreativ zu sein oder guten Sex zu haben. Und Jupiter steht sowieso günstig für euch. Also das ist ein richtig guter Tag, müsst ihr euch merken. Dann kommt die kritische Phase vom 8. bis 11. In diese Zeit fällt der Vollmond. Der ist am 9. am Sonntag in aller Frühe, also praktisch in der Nacht vom Samstag auf den 9. sehr stark ausgeprägt. Könnte für euch eben auch nochmal dieses Berufsthema mit sich bringen, Mobbing, Probleme am Arbeitsplatz. Jetzt fällt das ja zum Glück auf ein Wochenende, aber je nachdem, wie die Energie ist, kann euch das auch beschäftigen. Es könnte eventuell auch eine gesundheitliche Sache sein, ja, dass euch da nervlich was beunruhigt oder vielleicht eben auch, das hier ist ja im Steinbock hier, euer Gesundheitshaus, also es kann auch irgendwas so sein, sowas wie ein Hexenschuss oder so, ne, wenn man sich ärgert oder in so einer Schwächephase ist. Also da passt einfach auf euch auf zu Vollmond, weil das wirklich eine etwas kritische Konstellation ist, aber wahrscheinlich für euch nicht so tragisch, was das Liebesleben und die Beziehungen angeht. Am 11. haben wir dann wieder einen Top-Tag für euch für Begegnungen. Der Mond steht im Partnerhaus hier, macht einen schönen Aspekt zum Jupiter und alles zusammen im schönen Aspekt wieder zu eurer Sonne. Also das ist toll, um Leute kennenzulernen oder überhaupt um unter Leute zu gehen. Auch wenn es bloß ein Dienstag ist, aber vielleicht habt ihr ja Urlaub, dann werdet ihr das merken. Dann haben wir am 14. bis 19. Juli wieder eine super schöne Flirtphase und da fällt dann auch ein Top-Tag für euch rein. Das wäre der 15., der Samstag.
Und das ist auch noch mal toll für Begegnungen und zum Flirten. Da haben wir jetzt den Mond hier auch wieder in einem guten Aspekt zur Löwesonne stehen. Das ist immer, wenn der Mond diese Aspekte aktiviert, die sowieso schon günstig sind. Dann habt ihr von allen Seiten, habt ihr hier einen guten Jupiter, gute Venus, den Mondknoten sowieso bei euch stehen. Also ihr habt ja ohnehin eine stark erhöhte Chance, Leute kennenzulernen, weil eben viele jetzt in euch den Seelenpartner erkennen, wo der Mondknoten in eurem Zeichen steht. Also das ist auch eine sehr schöne Phase. Dann insgesamt vom 14. bis zum 19. mit dem Top-Tag am 15. Das ist auch besonders interessant für Gesprächspartner und zum Flirten. Hier 15., 16. eigentlich auch noch, seht ihr hier, ne? Da schließt der Mond hier dieses schöne Trigon und dies steht alles günstig zur Löwesonne. Genau. Dann haben wir aber zeitgleich vom 15. bis 20. wieder diese Phase, die kritisch ist für bestehende Beziehungen. Das ist jetzt für euch auch nicht ganz so tragisch, weil es nicht in die Beziehungshäuser fällt. Aber wenn jetzt ihr zum Beispiel so ein Löwe seid, der vielleicht einen Krebs-Aszendent hat oder einen Widder-Aszendent oder einen Partner, der Krebs oder Widder ist oder Steinbock, dann kann euch das halt auch betreffen. Das geht dann vielleicht nicht von euch selber aus, aber vielleicht vom Partner. Und dann ist es halt gut, wenn ihr die Ruhe bewahrt und da stark bleibt und euch nicht beirren lasst. Und ich meine, Löwen sind ja auch sehr stolz. Also versucht einfach auch in der Zeit solche Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern lieber noch ein bisschen abzuwarten. Weil die Phase geht vorbei und dann sieht man auch wieder klarer, ob man sich wirklich trennen will oder auch der Partner dann. Ja, und es wird nämlich dann auch schon besser am 20. Da geht nämlich der Mars in den Löwen, der geht dann bei euch ins erste Haus. Das wird dann eine Phase mit viel Power den ganzen Monat über. Wenn der Mars durch euer Zeichen läuft und der läuft dann erstmal in die erste Dekade rein am 20.07., gleich gefolgt von der Sonne am 22., die dann in euer Zeichen geht, dann beginnt die Löwezeit, dann haben die ersten Löwen Geburtstage. Und zwar am 22. in diesem Jahr um 17:15 Uhr geht die Sonne also ins Zeichen Löwe. Das ist dann der Übergangstag und dann geht sie durch die erste Dekade des Löwen, versorgt euch mit einer tollen Energie und das ist dann Party pur, ja. Also rauschende Partys, Feste und Feiern und ihr steht halt im Mittelpunkt. Da haben wir nämlich ja dann auch den Neumond am 23., der findet im Zeichen Löwe statt mit dem Mars dabei. Das ist eine Zeit, wo ihr sehr stark im Mittelpunkt stehen werdet oder könnt, wenn ihr wollt. Und wenn ihr in diesen Tagen Geburtstag habt, solltet ihr auch wirklich einladen und ein rauschendes Fest feiern und dafür sorgen, dass alle viel Spaß haben. Und die sind dann bestimmt auch dankbar, wenn ihr ein schönes Fest feiert. Und denkt eben dran, dass ja auch dann im nächsten Monat, im August, diese Sonnenfinsternis stattfindet, auch im Zeichen Löwe, im späten Löwen. Und der Mond ist dann auch eine Mondfinsternis. Das sind ganz entscheidende Konstellationen. Gehe ich dann in den August-Videos drauf ein, die also für euch wirklich auch eine lebensverändernde Qualität haben können. Und viele Löwen spüren das ja auch schon seit einer Weile, dass da große Sachen in ihrem Leben im Gange sind. Und deswegen nutzt diesen Neumond ruhig auch, um über sowas zu meditieren und wirklich intensiv darüber nachzudenken, was, falls ihr was ändern wollt, was ihr ändern wollt, wie das aussehen soll, wo es hingehen soll. Denn so einen schönen Neumond im Löwen gibt es nicht so oft, aber gibt es eben in diesem Jahr zweimal. Denn am Ende August ist ja dann eben die Sonnenfinsternis auch im Löwen und das ist dann auch wieder Neumond. Also ihr habt dieses Jahr zwei Neumonde in eurem Zeichen. Und ihr seid dann auch so ein bisschen die Anführer, die auch den Ton angeben. Und deswegen solltet ihr euch dieser Verantwortung auch bewusst sein. Sowohl jetzt in Beziehungsfragen, aber auch generell, ne, in eurem Leben, auch beruflich. Sehr, sehr wichtig. So, und bei diesem Neumond muss man eben jetzt noch mit bedenken, dass die Venus gleichzeitig einen Aspekt hier zu Saturn macht. Und das Ganze ist bei euch im Bereich Freundschaft und Affären. Also es kann hier zum Beispiel passieren, dass ihr vielleicht eine Affäre anfangt mit jemandem, der gebunden ist und dass das zu Schwierigkeiten führt. Und auch wieder der Hinweis, nicht darüber, dass man so tolle neue Leute kennenlernt, jetzt die alten vernachlässigen, die einem wichtig sind, obwohl ihr Löwen ja darin eigentlich gut seid, weil ihr seid ein festes, fixes Zeichen. Und die sind an sich nachhaltig und vergessen auch diejenigen nicht, die sie schon lange kennen. Aber diese Energie ist halt so mitreißend. Und da ihr da auch sehr stark im Mittelpunkt steht, kann es eben auch passieren, dass ihr dann mehr an euch selber denkt als an andere, die aber vielleicht doch wichtig sind für euch, ne? Also müsst ihr aufpassen. Und wie gesagt, wenn ihr eine Affäre anfangt, kann es wirklich sein, dass die andere Person gebunden ist und
Oder eben ihr fangt eine Affäre an, obwohl ihr selbst gebunden seid. Das ist alles so ein bisschen die Gefahr in dieser Zeit, ne? Müsst ihr einfach euer Bewusstsein einschalten und euch fragen, ob ihr das wirklich wollt. Genau. Ja, zum Rest des Monats passiert dann jetzt nicht mehr so viel, was spannend ist. Am 26. geht der Merkur ins Zeichen Jungfrau, geht also aus dem Löwen raus. Und am 31. geht dann die Venus ins Zeichen Krebs und damit in euer 12. Haus. Deswegen würde ich euch auch raten, Beziehungen im Juli wirklich zu gestalten und euch um alle zu kümmern, die euch wichtig sind. Nicht nur die neuen Leute, sondern auch die bestehende Beziehung. Denn im August kann es dann sein, dass es nicht mehr so einfach ist, ne, weil ihr dann sehr stark mit euch selbst beschäftigt seid. Und dann braucht ihr aber auch gerade Leute an eurer Seite. Okay, meine lieben Löwen, das ist schon alles sehr, sehr spannend und der August wird halt noch spannender. Da sprechen wir dann noch drüber für euch. Das war es erstmal für den Juli. Wenn ihr jetzt Beratungsbedarf habt, vielleicht auch wegen der Sonnenfinsternis, wegen dem Mondknoten in eurem Zeichen, was da alles so auf euch zukommt, ich bin natürlich für euch da. Ihr könnt euch über meine Webseite bei mir melden und eine Beratung buchen. Ihr könnt alternativ auch einfach mal euch bei Antonias Sterne anmelden. Bei meinem Webinar, da beantworte ich eine Frage zum individuellen Horoskop jedes Teilnehmers. Da gibt es eins am 23. Juni und eins am, habe ich mir das aufgeschrieben, am 28. Juli. Na, vielleicht kommt das auch nochmal für euch in Frage. Ja, und die Verlosung, wenn ihr da gewinnt, kann ich euch natürlich auch was erzählen. 15 Minuten Kurzberatung. Dazu bitte meinen Kanal abonnieren und mir einen Kommentar hier auf YouTube posten. Da freue ich mich. Und denkt dran, nochmal das Special euch anzuschauen. Folgt eurem Herzen. Ja, ihr Lieben, damit wünsche ich euch einen heißen Juli und alles Gute mit den Sternen.